Hallo und herzlich willkommen zurück aus OMSI 2 von Alheim und Laurensbach. Auch nicht alleine, sag mal was. Hallo? Hallo. Ja, das ist übrigens die Person, die vorhin nicht da war. Ja, ich habe da leider geschlafen. Das tut mir herzlichst leid. Ja, alles Ausreden. Alles Nichts Ausreden. ausreden. Na, aber jetzt ist er da. Wir sind heute mit etwas Älterem unterwegs. Hier, das Gefährt hier. Du siehst es ja in der Bildschirmübertragung. Ja, sieht schick aus. Ich hoffe mal, das leckt nicht allzu sehr. Ansonsten muss ich sie ausmachen, dann sieht er gar nichts mehr. Ja, wenn es nicht geht, dann kannst du das ruhig ausmachen. So, ja, keine Ahnung. Schilderung ist jetzt irgendwie total Katastrophe. Hartz-IV-Menü musste jetzt leider regeln. Ja, ich mache das jetzt auch hier wieder aus. Sonst haben wir irgendwie Ansagen, die nicht stimmen. Wie gesagt, wenn es für dich zu schlimm ist, dann kannst du ruhig die Übertragung ausmachen. Im Moment geht. Hallo. 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 Du hast sogar Sonnenschutz. Ja. Interessant. Ich habe sogar einen Scheidenwischer. Ein Scheidenwischer. Das hier, ganz exklusiv. Aber sowas von. Ich kann sogar auch nach hinten durchgehen. Während dem Fahren auch. Ja, das geht tatsächlich auch. Ist doch Premium. Ist doch gar nicht gefährlich. Nein, auch nicht. So, die Reise beginnt. Wir fahren übrigens eine gute Stunde, mit meinem Tempo vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe immer Bisschen. so einen leichten Bleifuß. Bleifuß ist besser als so ein normaler Fuß. Ja, ein Kumpel von mir wird jetzt sagen, ja, schnelles Fahren ist scheiße, man schleicht lieber so in der 50er-Zone mit 20. Ja, ist auch bestimmt gesund, hält auch gar keinen Verkehr auf oder so. Nein, Nein. nein, nein, nein. Ich hasse, ne, also tatsächlich, ich hasse langsame, sorry, ich hasse es. Ja, ich hasse das auch wie die Pest. Ich möchte ja auch an mein Ziel rankommen, weißt du, und nicht irgendwie noch 20 Jahre warten. Ja, das Schlimmste ist sowieso immer, wenn du irgendwo eilig hin musst und dann auf einmal so, ja, also wir sind jetzt schon gut 10 bis 15 Minuten zu spät dann am Ziel. Es könnte noch mehr werden. Wolltest du jetzt eigentlich noch eine Stimme sprechen oder mittlerweile nicht mehr? Das weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Das könnte ich mir noch überlegen. Könnte er sich noch überlegen? Wäre auf jeden Fall irgendwie schon mal interessant. Ein ganz anderes Fahrgefühl als mit dem Fahrzeug von vorhin. Ja, glaube ich, der Doppel- oder Dreifachbus oder was das war schon mal eine andere Nummer. Ja, vor allen Dingen auch die Beschleunigung von dem. Ne? Erst, jeder mal irgendwie auf 40 ist, sind es schon 30 Jahre rum. Und hier drückst du, du musst nur antippen und da bist du schon auf 40. Ja, Guten das Tag. habe ich wirklich gesehen, ey. Das war Schönen ja guten schlimm, Tag. wie langsam der beschleunigt hat vorhin. Hallo. Da denkst du dir auch nur so, uff, hoffentlich schaffe ich dann mal die 50. Ja, so in etwa, ne? Aber hier, ne? Zack, und schön schnell das geht. Ich sehe es. Passiert eigentlich irgendwas, wenn dir mal irgendwer in den Bus reinfährt oder so? Und du kannst tatsächlich mit Kollisionen spielen, das geht. Aber wenn du das anhast, es gibt auch so hier unsichtbare Wände und so ein Kram. Das ist dann halt immer ziemlich toll, wenn du dann irgendwo in der Luft hängen bleibst. Darum habe ich das Ja, gut. grundsätzlich aus. Also relativ buggy, oder wie? Ja. Okay. Ihr müsst wissen, der kommt nicht aus der Szene. Aber ist ein Outsider. Jetzt sagt er nichts mehr. Es ist dann nur so, Außenseiter bewerft ihn mit Steinen.
Oder um näher auf die Szene einzugehen. So, bewerft ihn mit Lenkrädern. Ja, genau. So, hier ist der Saturn aus Hamburg. Der Saturn aus Hamburg. Ja, das sind ja alles Objekte. Es gibt ja auch, es gibt ja auch die Karte Hamburg. Mhm. Von den Karten kannst du die Objekte nehmen. So, die kannst du irgendwo anders verbauen. Sind die eigentlich tatsächlich auch so in real? Okay, so pixelig jetzt eventuell nicht, aber es ist ja originale Gebäude. Hm, interessant. Also Hamburg ist ja eine Real-Life-Karte, also 1:1 nachgebaut. So gut es geht. Das ist schon relativ geil, ja. Das ist ja hier fiktiv, oder? Fick? Ja, fick ist gut. Auf der Klippe. Ja, moin. Ha, mit offener Tür fahren. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, dass Busse mit offenen Türen fahren dürfen. So. Ich weiß ja nicht. Aber den ganzen Tag geht das mittlerweile aber auch nicht mehr. Also wir hatten mal eine Zeit lang hier in Hamburg, da konnten wir das. Muss ich sagen, wie gesagt, ne, ist halt praktischer. Ja, es mag sein, dass es praktischer ist, aber ist auch schon irgendwie so ein bisschen gefährlicher. Na, wenn du mit der vordersten Tür offen fahren kannst, na gut, hinten hatten wir so oder so nie. Also konnten wir nicht. Oh, die Autos sind weiß. Ja, das ist, weil das Spiel ziemlich scheiße ist, was Texturen betrifft und so. Du musst wissen, das Spiel läuft auf 32 Bit. Von Haus aus braucht das Spiel maximal 2 GB Arbeitsspeicher. Kannst dann erweitern auf 4, davon merkst du aber nicht wirklich viel was. Jo. Okay. Hallo. Hallo. Oh, diese KI. Hallo. Die ist schlimm, wa? Die ist echt schlimm, ja. Ich glaube, das ist sogar teilweise schon ungefähr die schlechteste KI, die ich jemals gesehen habe. So. So, gleich wird Wetten wieder safe gemeckert. Hm, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich schätze mal noch weiter geradeaus, oder? Wenn nicht, wir können immer noch drehen. Also angezeigt wurde nichts. Nee, eben. Aber geradeaus scheint richtig zu sein. Ja, da ist eine Haltestelle. Tag. Ist ja gerade despawned. Ich hab's auch gesehen, ja. Also. Enderman-Style. Der Sound hätte gefehlt. Also. Also irgendwie sind die Haltestellen viel zu nah beieinander. Ja, das ist es ist echt, sag ich ja. Also viele Haltestellen sind echt unnötig. Ist in Berlin aber genauso. Ja, also die 30 Meter wird man ja wohl auch irgendwie laufen können. So, da muss doch keine zweite Haltestelle hin. Vorne ist schon wieder an, oder? Oder sehe ich das falsch? Ah, nee, ist richtig. Hab einen Haltewunsch. Oh. Oh. Da war sich jemand zu fein, die 20 Meter zu laufen. Also das ist aber auch hier bei uns so, weißt du, die Mamis mit ihren Kinderwegen, ja, immer nur für eine Station. Ja, ich kenne das. Boah, ich hasse sowas. Und das sind dann am besten dann noch wirklich solche Stationen, die wirklich nur so 30, 40 Meter auseinander sind. Das ist ja echt so. Und dann immer noch bei schön gutem Wetter dann mitfahren. Dann kreischen die kleinen Kids meistens auch noch und dann denkst du dir so, ah, halt die Schnauze. Hallo. Hallo. Ja.
Na gut, mich soll es nicht stören, ich höre meistens Musik, aber trotzdem. Ab und dann hört man das ja mal trotzdem, ne? Ja, das hört man auch so gut durch die Kopfhörer. Aber schlimm ist es dann halt auch, wenn der Bus schon voll ist oder so und die müssen da dann irgendwie rein und dann ist da kein Platz und dann schieben die alle Panik und dann geht das Gedränge los und du denkst dir so, ah. Oh. Also tatsächlich, wir haben unsere Linie ist eigentlich eine Solobuslinie, also die Kleinbusse. So, ab und dann fahren auch Gelenkbusse drauf. Ich weiß nicht, warum setzen sie denn keine Gelenkbusse von Haus auf an? Also, es hieß mal, ja, die Linie ist wohl irgendwie zu eng. Ist sie aber nicht. Ist sie nicht. Tja. Ich wünschte manchmal, bei uns wäre das der Fall. Unsere Busse, das sind auch nur so, das sind wirklich nur so kleine Solo-Dinger, ja. Aber die sind jedes Mal so überfüllt. Also morgens einmal so zwischen 7 und 8, also halt die Schulzeit, ne, wo die ganzen Kiddies halt zur Schule fahren oder so. Dann Mittagspause rum, so zwischen 12 und 1. Und dann nochmal so Feierabendzeit, so 17, 18 Uhr oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich grün hatte. Habe ich jetzt gerade auch nicht gesehen. Ja, ich stand ein bisschen blöd, aber ich fahre jetzt einfach, weil es frei ist. Ja, Gönnung, wie im Real Life, ne? So scheiß mal auf Ampel, solange frei ist, einfach fahren. GTA-Style. Aber dieses ZF-Getriebe ist toll. Ja, richtig super. Ja, Mann, es kreischt. Was ist das denn für eine Haltestelle, ey? Hier auch noch direkt diese Säulen dann, das ist ja... Ist auf jeden Fall nicht rollstuhlfreundlich, genau wie der ganze Bus an sich selber, weil ist Hochflora. Ja, läuft. Und dann sitzt da auf einmal jemand in seinem Rollstuhl und will mit dem Bus fahren und du sagst, ja, sorry Boy, aber tschüss. Aber die früher haben die es auch hinbekommen. Ich glaube, die hatten auch irgendwie Rampen, so, wo man hoch konnte. Ich habe keine Ahnung. Ja, also eigentlich müssen selbst die Busse, die da halt hoch sind und die sich nicht absenken lassen und so weiter, die müssten eigentlich so eine Klappe in der Hintertür haben, ja, die du ausfahren kannst für die Rampe. Wobei ich muss sagen, diese Hochflora finde ich persönlich teilweise echt gut. Ja, weil du kannst die ganze Technik halt unterm Fußboden verstecken, weil, ne? Niederflur kannst du ja nichts runterpacken. Ja, das ist richtig. Das kann ganz. Oh, guck mal, da hinten laufen Zwillinge. Links. Twins. Ja, ich sag ja, Angriff der Klokrieger hier. Ja, Mann. So, Bus ist auch voll. Ich hätte doch einen Gelenkbus nehmen sollen, aber ist mir egal. Wenn er voll ist, ist er voll. Eben. Haben sie halt Pech gehabt. Sollen sich bei den Passagieren beschweren, nicht bei dir. Schön scharf texturiert. Ja, auf jeden Fall. Nochmal richtig schön den Sitzabdruck so. Aha. Oh, ich hab grün. Oh Mann, ey, fährt der Typ denn mal zu oder was? Ja, nee, das kommt, sowas kommt leider nicht. Es ist immer nur, wenn du ein bisschen ruppig fährst, weißt du? Ja. Wirst du eigentlich angehupt, wenn du bei einer grünen Ampel einfach stehen bleibst? Nö. Lol. So stausig kann ich dann doch nicht. Aber sie hupen, wenn du sie anfährst, so mit Kollisionsspäts. Dann hupen sie mal. Ach, wenn man sie dann anfährt, dann hupen sie. Ja. Das ist natürlich cool. Hallo. Guten Tag. Also ich weiß ja nicht, ne? Ja, die hätten ruhig. Die hätten ruhig ein paar mehr Personen da, sag ich mal, kreieren können, anstatt immer die gleichen. Ich meine, es sind ja wie viele? 7, 8 oder so. Bedenke, und die werden halt immer. Bedenke, das Spiel kam 2013 raus. Das ist halt eigentlich gar nicht mal so alt, ne? Das hätte man locker machen können. Ja, und es läuft so schlecht, als wenn es irgendwie vor. Ach no, hier muss ich gar nicht halten. Es gibt mittlerweile auch so KI-Packs, wo du so ein bisschen mehr Leute drin hast. Aber ich sehe nicht irgendwie dafür ein, so viel Geld zu bezahlen. Ja, glaube ich, denke. Ein paar Menschen, weißt du, und Stimmen. Da kann ich auch mir selber Stimmen machen. Ja. Hallo.
kreierst einfach deine eigene KI. Hallo. Ja. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Noch selber ein bisschen Voice Acting betreiben und dann ist gut. Wo ich manchmal ins Mikrofon und ins Mikrofon. Sowas habe ich auch mal gebracht. So ein Fahrgast, der komplett ausrastet. Da habe ich richtig ins Mikro gebrüllt. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Das war für einen Kumpel. Der hat so eine Spaßkarte mal gebaut und die Leute sind da alle. Ja, aber du könntest dir in der Theorie dann wirklich KI erstellen, so mit verschiedenen Persönlichkeiten. So. Keine Ahnung, dann sind dann da über die euphorischen Fahrgäste, die einfach immer happy sind und so weiter. Ja. Und dann kommen da welche her, die so übelst miese Peter, die schreien einfach nur rum und meckern und denken sich, ah, richtig scheiße. So richtige Emos, also nichts gegen Emos. Ja. Voll scheiße, mein Leben. Die Busroute ist auch voll scheiße. Alles scheiße. Aber ich muss damit fahren. Hol dir ein Taxi. Hol dir ein Bobbycar. Oder ein Bobbycar, das geht natürlich auch. Oder du holst einfach den schnellsten Roller der Welt. So. Das seht ihr von gestern. Echt. Ich finde das lustig. Ja, das war schon gut lustig, ja. Einfach dieses Geräusch von diesem Roller. Du denkst dir erst nichts dabei, ist alles normal, so. Und auf einmal nur so. Ferrari. Was ist das jetzt nochmal für eine Linie? Ach, ich merke mir das nicht. Ich hab was das betrifft, habe ich einen 7. Einen 7? Einen 7. Und was tut der 7? I don't know. Er siebt einfach Informationen, die du nicht verarbeiten kannst. So, ja, genau. Ich bin kaputt am PC. 3 Uhr morgens. Ich wollte gerade sagen, es ist schon 3 Uhr? Ja. Nein, ich jetzt nicht. Wir haben 12:30. Warum braucht man denn so eine Bushaltestelle? Ist das sowas? Das ist doch richtig schwul. Direkt nach der Kreuzung. So. Hallo. Hallo. Lol. Die verschwinden ja einfach und direkt so. Die laufen hin. Einfach durcheinander durch. Hallo. Ja. Leute, ihr könnt auch hinten einsteigen. So, du. Ja, ist ja gar nicht voll. Die quetschen sich einfach ineinander, ne? Das geht. Ineinander, aufeinander, untereinander. Auf ja, den Bus, unter den Bus. Einfach alles. Auf den Bus. Ja, so wie in Indien, weißt du, wie die Züge da, wo sie dann alle auf den Zügen rumfahren. Ja. Stellen sie sich noch oben drauf auf so ein Surfbrett auf dem Bus und dann ist gut. Boah, in welchem Spiel gab's das nochmal? Das war in irgendeinem Spiel. Da konnte man so als der Main Character, glaube ich, auf irgendwelchen Autos rumsurfen. Geht ja San Andreas, konntest du das auch machen. Quasi oben draufstellen und dann kannst du mitfahren. Ah, ich glaube, das war ein Prototype. Just Cause ging das auch. Just Cause, ja. Ja. Da kann man sogar auf Flugzeugen das machen. Echt? Ja. Uff. Da stehen wir auch alle Leute. Irgendwie steigen da immer mehr Leute ein, aber keiner steigt aus. Ja doch, jetzt kam Haltewunsch rein. Aber es steigen halt immer viel zu viele Leute ein. Irgendwann steigen sie auch gar nicht mehr ein, weil der Bus dann so brechend voll ist. Ja, wenn wir schon einen brechend vollen Bus anziehen. Die spackt jetzt hallo, da voll rum. Hallo. Ja, elektrischer Anfall, wie vorhin. Schön. Ja. So Leute, ja, nee, ganz sicherlich nicht. Kannst den nächsten Bus nehmen. So ging's mir auch mal, ey. Also alle Leute vor mir sind in den Bus eingestiegen, ne? Und es war einfach wirklich absolut kein Platz mehr für mich, so, ne? Und ich musste zur Schule da. Und ja, der Busfahrer hat auch so gesagt, ja, tut mir leid, ne? Aber du darfst den nächsten Bus nehmen.
manchmal finde ich das schon echt dämlich, dass sie da einfach so kleine Busse nehmen, wo wirklich echt wenig Platz ist, aber wo übel viele Leute immer einsteigen. Ja, das ist meistens in Hauptverkehrszeiten. Ist das ein Audi Quattro da hinten? Nice. Ja, läuft. So, jetzt weiß ich nicht, ob er doch da ist die Mampel. Also ich bin die ganze Zeit abwechselnd, mich am Muten und Entmuten, weil ich in dem Fall noch die ganze Zeit am Trinken und am Dampfen bin und diese Geräusche kann man eigentlich nicht machen. Also Dampfen ist okay. Ja, dieses komische Knacken und das Ziehen, das braucht man nicht. Störgeräusche! Störgeräusche! So, ich lasse erstmal hinten die Leute raus. Damit diese Eumel... die Eumel! Guten Tag. Guck mal, da kam gerade ein Eumel. Ja. Ja, moin. Fährt ihr da mit einem R8 rum oder was? Scheiße. Warum diese Haltestellen so dicht? Ja, das ist einfach nur pure Dummheit. Ich meine, ich verstehe es, wenn einmal jeden Kilometer oder so eine Haltestelle ist, ne, das ist fein. Aber doch nicht innerhalb von, wirklich jetzt mal realistisch, nicht die 20, 30 Meter, wie ich vorhin gesagt habe, sondern so alle 100, 200 Meter. Ne? Hm. Das ist schon echt krass. Hast du gerade das Sackgassenschild gesehen? Ja. Ja, das war irgendwie übertrieben groß gerade. Ja, das ist, weil ich die Hilfsseile an habe. Ah, okay. Sonst ist da das nicht. Ich dachte mir gerade schon, warum ist das Schild so groß? Ich bin so voll, ich komme kaum irgendwie noch voran. Ja, mit den ganzen Fettsäcken da hinten drin. Ja. Bitte küss meine Punkt. Ja, in der Tat. Was dazu beiträgt. Hängt ja gar nicht. Nee. Weißt du, GTA 5 auf Ultra läuft flüssig und das Spiel so nicht mal ansatzweise diese Grafik und Performance. Ich hänge erstmal eine Runde. Ja, kann man machen. Ja, da quetschen sich noch mal hinten rein, Gruppenkuscheln. Und er steht einfach nur da und denkt sich, ja. Alter, was? Alter, der ist übel voll. Ach, ich bin cool. Ich laufe erstmal ganz nach hinten durch die Leute durch. Ghost-Nachricht von Sam. Und setz mich genau neben meinen Zwilling, der genauso aussieht wie ich. Ja. So in etwa. Boah, stell dir mal vor, das wäre in real so. Oh nee. Das würden einfach alle Leute irgendwie gleich aussehen. Ey, da kannst du wenigstens nicht sagen, der sieht hässlich aus, weil dann beleidigst du dich selbst. Ja, das stimmt. Voll der hässliche Kackspaten. Der sieht aus wie du. Oh. So, hier ist ein Bahnhof. Wir müssen nochmal die meisten Leute aussteigen. Hallo. Ich glaube, ich könnte gar nicht in so einer Großstadt oder so. Also sagen wir mal so, ich finde es auch cool, wenn man so ab und dann seine Ruhe hat.
das Geile ist bei uns, also wir sind ja so Großstadt, ne? Hamburg ist ja Großstadt. So, tagsüber ist es halt extrem voll. So. Nachts aber ist es wie auf dem Dorf. Es ist nichts los. Gar nichts. Absolut ausgestorben. Ausgestorben. Du kannst nackt auf der Straße laufen. Da. Also in meinem Viertel hier läuft niemand rum. Guten Tag. Ja gut, ich kenne das halt nicht anders, ne? Weil bei mir, ich bin halt auf so einem Dorf. Da ist halt bei mir wirklich Nacht. Da ist wirklich niemand. Wenn du da nach 11 Uhr abends oder so, wenn du da irgendwie draußen bist, du siehst keinen Mensch. Du kannst da 2 Stunden, 3 Stunden kannst du da rumlaufen und du siehst weder ein Auto noch irgendeine Person oder irgendwas. Du siehst gar nichts. Hat was. Also manchmal würde ich das hier auch echt bevorzugen. So, wenn einfach mal alles ruhig ist. Ja, ich weiß nicht, bei mir, wenn ich in so einer Großstadt oder so leben will, ich hätte da gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Einfach so jeden Tag, also tagsüber dann irgendwie immer so viel los und überall sind Leute und überall fahren Autos und dies und jenes. Na, aber das Geile an der Großstadt... Oh, ach, haltet die Schnauze da hin! nee, das Geile an der Großstadt ist, du kannst halt echt überall hin, weil einfach alles lange offen hat und Tankstelle kann ich nachts hin. Ja. Und es ist halt auch alles irgendwie vorhanden so. Also egal, was du brauchst, es ist halt alles da. Ja, es ist alles da. Das könnte ich zum Beispiel auf dem Land nicht. Das ist richtig. Ah, das hat jetzt jemand gesehen. Ich habe das genau gesehen. Halt die Schnauze, hast du nicht gesehen. Ja, ich fahr mit. Ich wollte gerade sagen, ich habe es nicht gesehen, ich bin farbenblind. Ja. Fun Fact nebenbei, ich mache trotzdem Führerschein, obwohl ich farbenblind bin. Macht nichts. Ja, ich habe mich durch den Sehtest gemogelt, das ist schon okay. Okay. Ja, tut mir ja leid, aber ich will halt Auto fahren, ne? Warum musst du da jetzt rechts abbiegen? Ich muss da links abbiegen. Ah, okay. Ich dachte schon. In die Spielstraße. In die Spielstraße erstmal mit 25 km/h rein. Und hier easy. Soll man. Digga, das ist doch so unmöglich. Hier kann doch niemand fahren. Soll man, wenn es jetzt überhaupt richtig gefahren ist. Ich bezweifle, dass es richtig gefahren ist. Ich bezweifle es irgendwie auch gerade. Ich glaube, ja, ich bin falsch gefahren. Hä, wo hätte ich denn lang gemusst? Wo zum Kuckuck fährst du hin? Keine Ahnung, ich war in irgendeiner Nebenstraße. Ja, warum fährst du mit 40 in der Spielstraße? Halt die Schnauze, ich darf jetzt rückwärts fahren. Und beschweren sie sich schon? Ja, ja. Oh, ich hasse das hier mit rückwärts zu fahren. Bin damit immer leicht überfordert. Fährt einfach so ein Bus rückwärts in nirgendwo. Achso, man muss ja Warnblinker anmachen als Fahrer. Entschuldigung! Ja, da stand doch rechts rein, oder nicht? Ja, wahrscheinlich musstest du da... Ja, du, aber du bist ja links rein. Wahrscheinlich gerade an der Ampel, wo ich gefragt habe, ja, ob du rechts... Ja, mach nichts, das hast du nicht gesehen. Wahrscheinlich da jetzt gleich rechts, weißt du? Ja, ja, hier rüber. Auf ja, die Straße genau. Da rechts. Genau, genau. Aber man könnte echt denken, du musst da in die Spielstraße rein. Ja, und da kann man ja auch mal eben mit 40 durchbrettern, das geht schon. Ja, das mache ich auch. Uff. Wenn da keiner ist. Ja, und was, wenn da einer ist? Ich hab Pech gehabt, was läuft denn auf der Straße? Schön, ne? Richtig schön. Ja, guck mal, so, wo muss man denn jetzt lang? Ja, ich weiß es nicht. Das sind so halt die Sachen. Weißt du, wo ich dann immer sage, ja, wo ist die Ausschilderung? Wo ist das alles? Ja, oben lang. Also musstest du doch an der Ampel rechts abbiegen, oder? Ja, hier. Nee, hier muss ich. Hier muss ich rein. Ja, hier fehlt definitiv ein Pfeil. Richtig.
Ja, ist ja für normale Busfahrer kein Problem, die die Route halt immer und immer wieder fahren. Ne? Aber wenn man diese zum ersten Mal fährt, woher soll man wissen, wo man lang will? Ja. Also hier gibt es schon mal einen dicken, fetten Minuspunkt an den Kartenbauer hier. In der Hoffnung heißt die Haltestelle. Ja, in der Hoffnung, dass da mal mehr Pfeile kommen. In die ja, ist halt echt so. In der Hoffnung, dass die Haltestelle mal überhaupt angefahren wird. So, will noch jemand raus? Nein? Gut. Wenn, dann bitte beim Fahren. Danke schön. IKEA. Ja, Mann. IKEA. Kann man bestimmt auch Busse kaufen. Das bezweifle ich. Zumindest die Innenausstattung für die Busse. Ein paar Kissen. Ein paar Kissen. Die Sitze. Und so ein Gartenstuhl. Wie geht das schon? Vielleicht noch ein paar Sonnenblenden. Digga, was hängt denn das hier so hart? So. Alter, ich höre gerade nur Krankenwagen hier, ey. Von links, von rechts. Das sind wahrscheinlich all die Leute, die einfach nicht mehr darauf klargekommen sind, wie du fährst. Ja, Mann, der hat mich ja umgebracht. Warte mal ganz kurz. Oh, ich stehe hier an der roten Ampel. Habe ich mir mal einen Bonbon vom Bett genommen. Ich hatte mir vorhin 1000 Bonbons mit ans Bett genommen. Was für Bonbons? Eukalyptus-Bonbon. Mhm. Jetzt krieg ich diesen scheiß Bonbon nicht auf. Boah, das hatte ich gestern Abend mit Schinken. Weißt du, ich habe mir gestern Abend so einen Bauernschinken-Toast machen wollen. Ja. Und die Packung von dem Schinken, die war so komisch, ne? Das war so eine wiederverschließbare Packung. Die habe ich erst normal aufmachen wollen. Ja, ist nicht. Guck ich so überall an den Ecken, ist irgendwas zum Aufmachen und so. Gar nichts. Und dann so, hä, muss ich die jetzt aufschneiden? Ich habe ohne Scheiß eine halbe Stunde an dieser scheiß Schenkenpackung verbracht, wie ich die jetzt aufmache. Ich hatte das mal, ich wollte halt so eine aufmachen, dann habe ich das zu doll gemacht und dann ist der ganze Schinken rausgeflogen. Oh. Ja. Am besten noch richtig schön auf dem Teppich oder so. Ein Teppich der Huang. Ein Teppich der erstmal schön mittig fahren, das passt schon. Ne, genau wegen sowas bin ich durchgefallen in meiner praktischen, wegen so einem Eumel, der so gefahren ist. Der ist kein Eumel. Ich wusste jetzt nicht, ob ich jetzt innen oder außen fahren soll. Man fährt immer auf der rechten Spur. Rechts. Rechts. Rechtsfahrgebot. Das wäre Dreck auf meiner Scheibe. Ja, wenn du zwei Linksabbiegerspuren hast, du biegst im Normalfall auf der rechten Linksabbiegerspur. Ich glaube aber, ich hätte tatsächlich links fahren müssen, weil ich da hinten einen linken Pfeil nach, ja, links sehe. Jetzt sagt er schnell nach. Dann musst du tatsächlich nach links. Dann musst du dich links einordnen. Wenn du nach der Linksabbiegerspur nochmal weiter nach links musst, musst du dich links einordnen. Siehst du? Links. Ja. Ja, dann wäre links schon richtig gewesen. Ja, hä? Nee, fahr rechts rum. Das ist eine Einbahnstraße. Was? Hä? Ja, die Verkehrsführung hier ist ganz, 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 ganz komisch. Die ist richtig behindert hier an Teilen, an manchen Stellen. Was zum... Ich hätte nie damit gerechnet, dass du hier jetzt langfahren musst, weil da eine Haltestelle ist. Das sieht für mich einfach aus wie ein Fußgängerweg. Ich sag ja, ganz behinderte Straßenführung an manchen Ecken hier. Auch teilweise so unrealistisch. Hallo. Können die keine normalen Straßen machen oder so? Muss das aussehen wie ein Fußgängerweg? Das haben wir teilweise in Hamburg aber auch hier, diese Betonplatten, damit du dann halt nicht mit dem Bus nicht absenkst. Das ist trotzdem. Also, wer soll sich denn damit auskennen? Ich. Uff.
So, ich glaube, ich muss nach rechts. Sieht fast so aus, ja. So, ich glaube, wir haben jetzt eine kleine Autobahnfahrt, oder? Autobahnfahrt? Ja. Ja, sieht nach Haupt, oder? Ja, jetzt die Frage, ne? Links oder rechts? Ist da irgendwo ein Pfeil? Ja, dann fahr einfach rechts, scheiß drauf. Nö, ich werde das einfach mal wieder hier, den hier machen, aber ich gucken, ganz einfach. Ja, rechts ist richtig. Okay. Also hier hätte zum Beispiel auch ein Pfeil hängen müssen. Am besten so zwischen den zwei Schildern oder sowas. No. Landfahrt. Passt ja gut mit dem Hochflurer. Das ist doch schön. Ich mag Landfahrten tatsächlich. Die sind echt angenehm. Außer das fährt jemand zu weit mittig in der Straße, das ist nicht so. Ich kann mal das Gas wieder mal so ein bisschen durchdrücken. Na, wie viel darfst du auf einer Landstraße fahren, bei der keine Beschilderung ist? Eben stand 70. Als Busfahrer darfst du sowieso nicht 70 fahren, da darfst du immer nur, ich glaube, bis 60 maximal. So, wie viel dürftest du jetzt fahren, wenn du Auto fahren würdest? Ja, 70 in dem Sinne. Was ja, dran da steht. Jetzt. Und wenn keine Beschilderung ist? 50. Auf einer Landstraße. Ich glaube, ich bin da wie mein Vater. Ich fahre. Keine Ahnung. Der fährt bei 80 fährt er auch seine 100. Das juckt ihn einfach nicht. Nee, bei einer Landstraße, wenn keine Beschilderung ist, darfst du 100 fahren. Falschparker, Incoming. Ja, wow, ey. Direkt vor einer Haltestelle. Das ist selten dämlich. Am besten hinten reinfahren und wegschieben. Mhm. So, wenn der jetzt mitnimmt. Vielleicht gar nicht. Fetzer. Das soll man lieber joggen gehen. Das ist ja nicht so. An die Anhängerkupplung binden und dann laufen wir hinterher. Wann solltest du noch mal am Ziel ankommen? Uhrzeit ist. Ich glaube, in einer guten Stunde. 34, ja, ein bisschen haben wir noch. Warum? Einfach schön. Aufnahme geht seit. Ja, 38. Ja, gut, jetzt 39 Minuten. Ein bisschen haben wir noch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sache, wird ja bestimmt Fame werden. Ja, auf jeden Fall. In VR-Chat bin ich das zumindest ein bisschen. Kannst du auch mit dem Spiel anfangen. Ja, Mann, ich starte voll durch, ich mach Onsi Karriere. Ja, Mann. So, will der mal raus? Will der mit? Nö. Läuft mir nicht hinterher. So, wozu ist doch gleich die Ampel hier gut? Was? Bei Rot, was? Hier halten. Unnötig, diese Ampel.
Ja, irgendwie schon, ne? Weil es sind zwei Spuren. Normalerweise sind Ampeln bei Tunneln nur, wenn es einspurig ist. Weil dann von der einen Seite welche kommen oder von der anderen. Ich sage, an manchen Stellen ist das hier echt unlogisch. Mhm. Würde ich privat zum Beispiel auch einfach durchfahren. Fertig. Ja. Das würde mich herzlich wenig jucken. Die Ecke hier oben ist schön. Ich sag gerade, das sieht amüsant aus. So ein Straßenverlauf würde ich mehr feiern. Könnte ich mir definitiv mehr vorstellen. Länger. Ja. Was war amüsant aus? Da ist gerade der eine Rote einfach mit seinem Außenspiegel quasi schon in der Tür von dem parkenden Fahrzeug gewesen. So. Ja, weil die Pfade wahrscheinlich von der Straße zu nah dran waren. Kann sein. Du musst ja auch mappen, ne? Also ist klar, dann hat er die parkenden Autos wahrscheinlich zu sehr an den Fahrpfad gelegt. Kann sein. Ich hab auch mal eine Karte gemacht. Und bremsen. Boah, fährt der Scheiße. Ich weiß, das war mit Absicht, dass ich Scheiße fahre. So. Haben Sie sich beschwert? Ja, klar. Sie so, boah, fährt der Scheiße. Jetzt sind die olle Schnulle da auch mit. Hallo. Ja, nix, hallo, einfach hinten einsteigen. Halt die Fresse. Classic. Halt die Fresse, wenn du mit mir redest. Warum ist das so eng hier? Richtig Premium. Das ist ja wie bei einer Frau hier, wenn sie noch Jungfrau, was? Ja, kommt das gleiche noch. Ja, ungefähr so. Und jetzt wärst du hart durchgefallen. Ist mir sowas von scheißegal. Einfach durch die Mitte des Kreisverkehrs drüber, Juckkei. Ich muss ja ausholen. Ich hab doch einen längeren Arsch, ich muss auch ausholen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja, mit dem Auto wäre ich durchgefahren, aber nicht mit dem Bus. Ist tatsächlich so, dass diese Straßenordnung irgendwie jetzt nicht so das Wahre ist. Nicht wirklich, ne? Sag ich ja. Ah, ich hab dumm. Ja, der parkt auch richtig gut. Mhm. Zumindest ist die Haltestelle angenehm gelegen. Ja, hallo. Wenn ich jetzt mit dem Gelenkbooster, dann wird der Rest hallo auf der Straße noch stehen. Hinten. Ja. So, warte mal, wo muss ich lang? Ich meine, die Haltestelle ist jetzt so, geradeaus darf ich nicht. Ja, entweder rechts rein oder links weiter. Ja gut, dann... Was ist das bitte schon für eine komische Haltestelle? Okay, dann ist die vielleicht doch nicht so geil gelegen. Ja, fahr zu! Alter Junge.
Vater Staub, wo lang? Links, rechts? Ich weiß es nicht, da fehlt eine Ausstellung. Ja, es ist halt so nervig an manchen Stellen. Ja, das ist ein bisschen halt. Wetten, die kommt wieder nach vorne, die olle Schnulle. Bestimmt. Natürlich. Oh, ich höre den Sound gerade doppelt. Doppelt? Ekelhaft. In der Tat. Yard-Chat. Ja. Ja. Sagst du erstmal wieder Spiegelsimulator? Ja. Das hat echt so. Erstmal wieder vom Spiegel setzen. Hallo. Beziehungsweise legen in deinem Fall. Mein was? Vor dem Spiegel setzen, beziehungsweise in deinem Fall hinlegen. Ja. Standard. Muss auch mal eine Schönheit beurteilen. Betrachten, ja. Ist ja auch sehr sinnvoll, hier gleich so ein Gleis zu machen an der Kreuzung. Ja, definitiv. Was muss das muss? In der Tat. Also manchmal frage ich mich echt, warum die ganzen Leute einfach nur so rumstehen. Keine Ahnung. Das ist hier die der Stehsimulator. Guck mal, die sind sogar 2D. Hallo. Guten Tag. So. Ich glaube, wir müssen auch bald da sein. Ah, es ist grün. Fahr zu. Der zieht wenigstens einigermaßen gut. Boah, hier gab es bestimmt auch ein paar Eumel, die dann einfach auf die Schiene gefahren sind, so wegen dem Pfeil, der nach rechts gezeigt hat. Heute war ich dann nicht der Eumel. Also nicht einer von den Eumeln. Ja. Warum ist denn nicht so eine scharfe Kurve? Ja, Straßenbauer haben wieder gesoffen. Ja. Was denn sonst? Ich liebe es, mit dem Bus richtig zu heizen, weil er so schön aus der Puste kommt, weißt du? Ja. A30, scheiß drauf. 30, er fährt hier mit. Wie viel sind es? 70? 80? Von dem 80. Ja. Kam doch keiner. Ey, das fehlt noch, ne? Dass da irgendwie so Polizei unterwegs wäre, die dann sonst was mit ihr macht. Also, was heißt online? Es ist für mich kein richtiger Online-Modus. Da gibt es halt Blitzer, ne? Okay. Und
Passiert da dann irgendwas, wenn die dich blitzen? Ja, muss halt Geld zahlen, ne? Ja, GG. Erstmal durch eine Spielstraße mit 40, in der 30er-Zone mit 80. Ja, moin! Ich spiele aber nicht online. Warum stellt man denn da einen Poller hin? Behindert? Oder ausschwenken? Ausholen, ausschwenken. Mit 50 in die Kurve, okay. Ah, genau. Mark. 50. Ja, okay, die Kurve war jetzt nicht so schlimm. Ich dachte jetzt, sie kommt schlimmer, die Kurve. Schon. So, die kleine Göre will mit. Der Eumel. Der Eumel. Unbegrenzt. Hals rein. Easy. Ich drück ja schon. Mehr. Ich drück ja schon. Mal gucken, was der schafft. Ich möchte einfach nur 85 Standard. Und das ist abgeriegelt. Oh. Er kreischt. Ja, 85. Ende. GG. Wie viel waren noch gleich hier erlaubt? 70? Landstraße, wenn es unbegrenzt ist oder nicht beschildert, 100. Ich bin schneller als der Autofahrer, das ist doch dezent traurig. Ja, hier ist 70, ach, macht nichts. Ja, kann man machen, ne? 85. Waren sogar fast 90. Will jemand mit? Nö. Im Elend, hör. Die fahren auch vor mir auch keine 70. Naja, doch. Du fährst jetzt gerade 70. Okay, jetzt bist du schneller, jetzt müsstest du aufholen. Doch, die fahren schon 70. Erstmal 50 runterbrennen. Wupp. Wupp. Okay, warum die da jetzt so ein Theater machen, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen dem Van da vorne. Warum bleibt warum der da nicht stehen? Ja, bist du behindert? KI. Ja, fahr zu. Was macht denn? Ja, ist klar. Guck, er fährt einfach rein. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Warum gibt's den Mittelfinger hier eigentlich nicht in dem Spiel? Ich glaube, ich würde den dauernd zeigen. Wenn Leute reinkommen, hier, fick dich. Er hält's einfach dauerhaft so auf der rechten Seite, so den Mittelfinger hoch.
steigen Sie bitte aus und kommen Sie nie wieder. Eine Person, was? Digga, was will die denn hier? Will das Feld besuchen gehen oder was? Erstmal ackern gehen. Ja, war schon das Wort, das ist ackern. Mhm. Das ist einfach schon wieder eine Haltestelle. Das ist jetzt auch schon wieder so eine Unnötigkeit. Das ist ein richtiger Fettsack hier, der wieder mit will. Er hat sich verrollt. Ah, halt die Schnauze dahin. Der Fettsack will mit. Danke euch bei dem Fettsack hier. Aggressionen sind auf jeden Fall auch am Start. Hallo? Ist da. La 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 la. Und die denken sich jetzt, hat du gesoffen oder was? Ah, hier die Rohre, hier, immer wieder schön meckern da hinten. Erstmal weltweit. Da hat keiner was gesagt gerade, ne? Aber Hauptsache ich. Oh, schön. Richtig behindert ist das. Ich nehme den Kanzler mit. Wie fahren wir denn? Ich fliege hier so halb über die Map. Oh, sagt keiner was. Ist Standard. Mhm. Hallo. Achtung, Radarkontrolle. 30. So, hier einmal bitte den Mittelfinger zeigen. Ach, hier sind wieder diese Rohre. Was für Rohre? Da weißt du schon, hier diese Hoppel-Hoppel-Rohre. Ah, geil. Nö, keiner sagt das. Nö. So, Kurve. Sagt da keiner was? Haben wir noch eine hier? Nö, sagt keiner was. Ja, scheiß auf rechts gucken. Ah, zweiter Bildschirm. Ja, ich komm ab und dann mal auf den zweiten Bildschirm rauf. Ja, das passiert mir tatsächlich auch öfters. Jetzt habe ich Ops geschlossen. Ah, oh! Ja, ich habe Ops nicht. Ich dachte, ich habe OBS geschlossen. Ja, jetzt hauen sie rum, weil ich gegen Kanzler gekommen bin. Mir passiert das tatsächlich aber auch öfters mal, dass ich dann irgendwie mit meiner Maus auf den zweiten Monitor komme während einem Spiel und dann ist alles. Und dann ist die Kacke am Dampfen. Ja, und dann bin ich frustriert und dann stecke ich erst meinen zweiten Monitor aus. Nee, so weit kam es noch nie. Ja, bei mir schon, weil mich das im Alter, warum rennt ihr denn auf die Straße? Seid ihr komplett kernbehindert oder was? Laufen die eben mitten auf die Straße. Normal. Hallo. Ja, nix, ha? Hallo. Stehen bleiben. Scheiß Salatfresser, ey. Salatfresser, was? Ja, keine Ahnung, ich komme vom Land, Salatfresser. Ach ja. Uff. Siehst du eigentlich irgendwo deine Verspätung? Nee, weil ich das hier nicht eingegeben habe. Aber ich glaube, ich bin eher zu früh als zu spät. Ja gut, so wie du gefahren bist, auf jeden Fall. Oh, der steht auch gut. Das ist sehr schön. Fotze. Gleich anfangen. so ein Schild basteln, weißt du, auf 25, wo dick und fett Fotze draufsteht. Die sind natürlich machbar. Oder dick und fett Hurensohn. Alter, still und still und still. Die alten Videos. Ah. Ja. Ich bin ein echter Gangster. Man kennt ihn. Wir setzen einfach mal irgendwelche random Poller auf die Straße. Und die sind halt echt dämlich besetzt. Oh, das heute, wo ich das gesehen habe, ne, wo du mit dem anderen gefahren bist. Ja. Diese enge Busspur, Alter, wer soll denn da fahren? Ist halt echt so.
Das war auch krass. Dachte ich mir wirklich so, hä? Du stehst genau in der Spur drin, so also von wegen ein paar Zentimeter weiter links oder rechts bist du halt draußen. So. Auch so wie hier, warum setzt man hier Poller ran? Wenn ich weiß, hier fährt ein Bus lang, ja, dann setze ich doch keine Poller hin. Gute Frage. War ja klar, dass sie da mit wollen. War ja klar, dass die da genau auf der Busspur parken müssen. Da hinten ist aber kein. Nee, es ist keine Busspur. Guten Tag. Also, dass der Bus immer noch so mega voll ist. Jetzt steigen auch kaum welche raus. Irgendwelche unten den Kackbus. Bus halte ich den Baustein so rum. Dann. Ach, scheiß drauf. Muss ich jetzt geradeaus oder muss ich jetzt rechts? Ja, die Pfeile haben mich jetzt auch hart verwirrt, keine Ahnung. Probier es einfach mal hier. Natürlich jetzt sehr fragwürdig. Das war richtig. Ja. Uiuiui. Alter. Hängt die Busampel an, die ist so weit rechts? Das ist normal. Das gehört so. Ich glaube, wir sind auch gleich am Ziel. Kann gut sein, ja. Könnte von der Zeit her kommen. Wir sind beide unterwegs. Hast du noch irgendwas zu sagen? Oder möchtest du noch irgendwas sagen? Naja, eigentlich nicht. Okay. Ich dachte, Busampeln sollen dafür sorgen, dass man schneller vom A nach B kommt. Ja, bringt allerdings relativ wenig. Guck mal, die Schwachköpfe halt auch. Das hat die Ampel gehört. Ja, ich wollte gerade sagen. Hallo! Alter, der Krankenwagen. Ja, meine Eier hat erst. Alter, fick dich doch so richtig hart ins Knie, du dreckige Pissnilke. Krankenwagen hält einfach mal mitten auf der Kreuzung an. Ja, der hat nicht mal Blaulicht angehabt, gar nichts. Ja. Und die anderen hinter ihm sind an der Ampel stehen geblieben, also er ist wirklich über Rot gefahren. Ja. Ich glaube, ich komme auf den Beamtenstart, das kann über Rot fahren. Man merkt, man kommt in die Stadt, deswegen an zu laggen. Ja, so viel Scheißdreck wieder laden muss. So, warum ist jetzt hier gleich diese Anhöhung? Hallo, guten Tag. Hier ist ein New Yorker. Mal gleich hingehen. New Yorker.
Finde ich jetzt nicht schlecht. Habt ihr das überhaupt bei euch im Kaff? Ja, ja. Also ui. In der nächsten Kleinstadt zumindest. Bei uns im Kaff selber nicht, nee. Weil ich schon höre, ja, in der nächsten Kleinstadt. Ja, bei uns im Kaff, alles was wir hier haben, ist halt ein paar Eisdielen, eine Edeka, ein Rewe und ein paar Bäcker. Und das war's. Ja. Hallo. Hallo. Ja gut, auf dem Land ist es auch echt besser, wenn man ein Auto hat. Ja, das stimmt. Also mir würde es auf jeden Fall nicht schaden. Ja, als ob die jetzt doch erst grün kriegen. Die Fußficker hier. Ach, guck mal, wer da fährt. Das blaue Taxi. Das blaue Taxi, genau. Früher hieß es das grüne Taxi. Ja. Aber sie hatten das satt, als Schnittlauch beleidigt zu werden. Deswegen haben sie die Farbe geändert. Wir sind da. Ach, ist das Endhaltestelle? Ei, caramba. Nice, nice. Ja, was sagst du zu der Strecke? Oh, ja, zu früh. Hier ist sie. Ja, du hast viel zu viel Gummi gegeben, ey. Ja, ich hab richtig viel Gummi gegeben. Hab so viel Gummi gegeben, dass es geplatzt war. So, lassen wir die Leuchte nochmal aussteigen. Diese... Aber wenigstens steigen sie hier zu zweit aus. Das die stehen alle ineinander. Ja klar. Inzest ist da. So, machen wir Motor aus. Ja, also ist eine etwas längere Strecke, ist ganz okay. War lustig. Ja, ich fand die Strecke eigentlich auch ganz okay. Hin und wieder wirklich mit Schwierigkeiten, weil einfach die Wege nicht markiert waren. Ja, das hätte man anders machen können. Ja. Noch was zu sagen? Irgendwas, was du loswerden willst? Nö, eigentlich nicht. Okay, gut. Dann bin ich auch raus. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao, ciao.